Danke. Ist aber keiner mehr. Bewusstlose Person, hast du gesehen? Hallo? Ja, bewusstlose Person habe ich gesehen, aber ich sehe auf der Karte nichts. Doch hier, Ja. Hochstaatsbank oben. Vor der Staatsbank. Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr los. Ja, gut, mit der bewusstlosen Person kann man ja leider nicht anfangen, ne? Wenn Medic neben Dienst ist. War kein Notfall, Sani? Ich habe gestern, ich hatte schnell im Krankenhaus auch nichts gefunden. Und der Herr Polar, was steht denn da mitten auf der Kreuzung? Ist aber doch. Schönen guten Abend, Herr. Ja, erste Frage, warum stehen Sie mitten auf der Straße? Das ist ein bisschen gefährlich. Machst du das bitte als zweite Frage, als erste Straße, Ich bitte muss runter von der sofort Straße. schlafen. Wie bitte? Ja, und jetzt nochmal zur richtigen ersten Frage. Haben Sie irgendwie eine bewusstlose Person hier gesehen oder waren Sie gerade bewusstlos? Nee, ein Kollege von mir, der hat sehr starke Kopfschmerzen gehabt und der war dann kurzzeitig bewusstlos, aber der hat jetzt sich mal eben da vorne auf die nächste Parkbank gelegt. Der muss mal seine Augen vernünftig reinigen. Der hat da ganz schlimm Probleme gehabt. Also, alles klar. Haben Sie irgendwie ein Fahrzeug gesehen, was sich irgendwie sehr auffällig verhalten hat? Kollege, ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber können wir das bitte auf dem Fußweg machen und nicht mitten auf der Hauptstraße? Ja, guter Sehr Einwand. gut. Ist das Ding hier offen? Nehmen wir das auch noch Ja, rüber. nochmal zu So. meiner Frage zurück. Haben Sie da irgendwie was mitbekommen? Jetzt so vor 2, maximal 5 Minuten. Was denn für ein Fahrzeug war das denn? Welches Fahrzeug jetzt genau, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber jetzt hier in Ist dem jetzt die Frage, Gebiet was verdächtig ist? Ist er verdächtig schnelle jetzt schon? Ach so, Fahrweise, schnelle Fahrweise. mit der Person, die maskiert sind. Maskiert. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Eventuell Also kommt von der Bank. ein Kunde von mir fährt gerne mal schneller, aber ich weiß nicht, ob er das jetzt war. Und von der Bank weiß ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, hier war mein Kollege. Aber er hat kein Auto eigentlich. Okay. Wir haben nur das BMX. Aber ihr habt da hoffentlich nicht hier zu zweit drauf gesessen, oder? Nee, um Gottes Willen, ich bin zu Fuß gegangen, erst mit dem BMX gefahren. Ha, okay, alles klar. Darf ich trotzdem mal einmal Ihre Personalien dann einmal oder den Personalausweis sehen? Ja, natürlich, kein Problem. Bitteschön. Schubert Mark. Okay. Dankeschön. Nicht Einmal hier dafür. zurück. Ja, danke schön. Machen Sie ja nicht um die Uhrzeit noch hier so. Ich wollte noch ein bisschen um die Häuser ziehen, also in Form vom Spazierengehen. Und ein bisschen die Beine abdrehen. Ich bin ganz nur mit dem Auto unterwegs. Und Ja. da darf man auch mal einen sportlichen Gang zu sich nehmen, denke ich. Ja, eigentlich schon. Aus welcher Richtung sind Sie gekommen jetzt? Ich komme vom SADOT-Akku. Okay. Und jetzt drehe ich hier so eine kleine Runde und wäre jetzt da vorne wieder links Richtung Innenstadt und Richtung Hafen dann wieder. Gut, alles klar. Ja, dann hoffe ich mal, dass Ihr Kollege da gleich wieder einigermaßen fit auf die Beine ist. Ja, ich hoffe auch mal. Und ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend und einen schönen Diese für die Stimmung. Ach, alles gut. Schönen Abend, Ja, einen ruhigen Dienstag noch, ebenso. ja? Schönen Abend, ciao, ciao. Jo, ciao. Aber trotzdem noch mal bitte zu der Bank. Mach ich.
Einfach nur abchecken, weil wir waren ja nicht drinnen. Okay. Vielleicht haben die sich schon wieder lieb gehabt und mal zu feste geknuddelt. Mhm. Und deswegen geht es dem Kollegen jetzt nicht ganz so gut und deswegen hat jetzt aber nichts mit dieser Raubmeldung zu tun, die irgendjemand geschickt hat. Vielleicht ist es auch nur just for fun gewesen, bist du? Also hier so, wie nennt man das? Wie sagt man das hier? Verarschmäßig, wenn du verstehst. Ja, war das oder jetzt so links hoch oder rechts? Rechts, runter? Rechts ja, runter. Ne? Und dann ist das Gebäude dann da an der Ecke, müsste dort sein. Ah ja, genau. Weil das kann ja auch eine Falle oder eine Verarsche gewesen sein. Und eine. Weiß ich mein? Ja, alles möglich. Deswegen werde ich mir jetzt mein SMG aus deinem Koffer rausnehmen, weil das ist mir hier zu heiß. Mhm. Ob du was dagegen hast oder nicht. Ja, mach ruhig, alles gut. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ah. Wie ist jemand hier? Hier verkriegt sich einer hinterm Tresen. LSPD. Ich glaube, der ist von Geburt an so klein. So, geht's ihm gut? Hallo? Haben Sie irgendwas Verdächtiges gesehen? Nein? Sind Sie sich sicher? Sind Sie so klein oder verstecken Sie sich? Seien Sie ehrlich. Okay, alles klar. Ja, er sagt, er ist so klein. Warum? Warum stellst du jetzt noch eben den Stuhl auf den Kopf? Warum? Was? Bei mir steht der Stuhl ganz normal. Können wir wieder raus. Also dann fällt er erst recht nicht auf. Ich habe den gar nicht wahrgenommen. So klein ist der. Nicht. Nein, bitte nicht so, ja. Er kann nichts für seine Größe. Ja, kann er auch nicht. Nichts, ja, nichts zu sehen oder so? Nee. Hat eine Fliege am Auge. Ja, du kannst doch gerne um die Ecke nochmal husten und lachen gehen. Ja. Und wieder nicht abgeschlossen. Das gibt wieder einen Minuspunkt. Mach doch mal die Kacktür auf. Aber bist du. Ey. Der kommt mit seinen eigenen Autos nicht klar. Du musst schon aufmachen, ne? Es ist doch auf. Ja, anscheinend ja nicht. Nee. Mach doch mal die Kacktür jetzt auf. Halt sie nicht zu von deiner Seite. Ist zu, siehst du, sag ich doch. So, mach doch mal die Karre auf, Mann. Dann kannst du auch einsteigen. Also, hast du den zweiten Schlüssel wieder mitgebracht? Ja, na klar. Falls du deinen wieder verlieren solltest. Mann, ey, echt. Du hast immer noch keine Verlustmeldung gemacht. Was denn für eine Verlustmeldung? Ausrüstung? Ich hab doch meine Ausrüstung. Gestern? Ach, dieses ja. Ha, sie ist ja wieder erwischt. Ja, muss ich noch machen. Und tut mir einen Gefallen, gewöhne dir an, diesen verkackten Streifenwagen abzuschließen. Wir predigen das den Rookies schon ein, dass sie die Karren zu machen sollen. Ja, ich hab doch abgeschlossen. Die Karre war auf, wo ich raus bin. Bei mir war sie zu. Der macht mich fertig. Du machst mich fertig. Ich will jetzt mal um die grauen Haare haben, echt, ey. Hat er jetzt gerade angerufen? Das war Millisekunde, sagt los, blim, blim, weg war's. Richtig. Wir wollten immer noch nach Paleto, ne? Ja. Ja? Gut, alles klar. Am nächsten Tag.
Guten Abend, mein Freund. Guten Abend. Na, was machst du hier schon wieder für Blödsinn? Willst du arbeiten? Ich guck so in der Karte rum und stehst rum. Ja, weil ich Notizen mache. Statt auf jeden Fall an, ne? Alter, geh in Feierabend. Schmeiß dich weg, ey. Willst du eine gute Nachricht oder willst du eine gute Nachricht hören? Ich möchte erst die gute Nachricht hören. Okay, also da drüben ist, kannst du eine Hanfplantage dir kaufen. Für 400k. Ja, das ist Zeit. Naja, pass auf, die bessere liegt in meinem Auto. Die bessere? Warte, ich guck. Die bessere Nachricht liegt in meinem Auto. Okay. Die Bauern brauchen echt Geld, ne? Mhm. Also ich überlege für so eine Hanfplantage. Ja, aber. Für so ein Feld, 400 Tacken, ey. Hat zum Glück haben wir damit nichts damit zu tun. Damit ja, zu tun. Gott sei Dank, du. Ja, da bin ich aber auf den Finger und das sag ich dir. Mhm. So, der Rest liegt in deinem Auto, oder was? Ja. Mal, da soll ich jetzt einfach mal so reinschauen? Ja, guck mal, was ich soll da... Soll ich die Handschellen auspacken, oder? Weil du es im Kofferraum hast? Beweismittel. Ah. Guck mal rein. Ja? Du wirst schon wissen, was ich meine. Ja, warte. Kannst du bitte aufmachen? Dankeschön. Oha, okay. Willst du wissen, wo? Natürlich. Da oben mit. Oder was? Ja, komm mit. Der Verkäufer war schon sehr merkwürdig, wo ich das Geschäft betreten habe. Hier kannst du einen Supermarkt kaufen, wenn du willst. Und hier geht's eigentlich schon los. Kannst du überall. Oha. Überall kannst du das. Mal entzündet, ne? Ja. Kannst du hier überall aufsammeln. Die ganze Bude ist voll damit. Das sind diese weißen Behälter hier. Weiß-blauen. Die am Boden sind. Hast du Fotos gemacht? Ja, natürlich. Sammler halt, ne? Der erste Sammler, ja. Der erste Rische. Irgendwelche verdächtigen Personen gesehen? Soweit negativ, ich bin alleine die ganze Zeit hier. Ah. Bin das heute mal ein bisschen so grob durchgegangen und da ist mir so. Du kannst ja da mal bei Tablet unter Ermittlungen reingucken. Ich habe da mal drei Ermittlungen geöffnet. Da steht eigentlich alles soweit drin. Das Wichtigste ist illegale. Was geschlossen? Steht da? Nein, nichts schließen. Nein, ist aber Status geschlossen. Illegales Tuning. Oder dann muss ich das wieder aufmachen. Kann man das wieder aufmachen? Hä, wieso ist das geschlossen? Hier, wieder weiß öffnen. So, fangen wir mal an, ja. Es müsste wieder offen sein. Am 1.1. sind bei der Aktendurchsicht der Bedienungsfall. Ungereimtheiten beim Fahrzeugregister aufgefallen. Genau geht das kannst um die. Unten rechts runterziehen, ne? Dann hast du nicht so einen kleinen Spalt. Ja, ja. Genau geht es um das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen, PO. Ja, das hat es mir ja geschickt, ne? Genau. Die Nachricht. Bei der Registrierung wurde legales Tuning angegeben und unter der wurde legales Tuning, nicht illegal, legales Tuning angegeben. Achso, ja, wurde legales Tuning angegeben. Und unter wurde Panzerung abgegeben. Okay. Das Tuning von Zivilfahrzeugen mit Panzerung ist, ja, richtig. Hm. Wenn du jetzt nämlich bei Fahrzeugregister guckst, unter diesem Kennzeichen. Warte. Unter Information findest du bei Sonstiges die Aufzählung und das hat mich stutzig gemacht. Ja, warte. Fahrzeugregister suchen. Beziehungsweise kannst du den Link, nämlich ich habe extra den Link damit eingefügt.
Als Nachweis für die Ermittlung. Ja. Bob Meyer. Ja, davon mal abgesehen jetzt, aber bei sonstiges findest du, wie gesagt, alles legal, getunt, Motorbremsen, Panzerung, Federung, Lackierung, Felgen. Hä? Panzerung? Mhm. Alles klar. Jetzt ist halt die Frage, ist das nur einfach falsch aufgezählt? Von wem wurde das geschrieben? Also laut den ganzen Fehlern, das würde ich verschätzen, dass es Polar war. Okay. Aber kann ich dir nicht sagen. Ja. Das steht ja leider nirgendwo, wer das eröffnet hat. Okay. Es kann natürlich also, auch der Herr Meyer gewesen sein. Ja, du bist ja wieder da. Mhm. San Andreas Police Department, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich habe meine Frage, ich möchte mich gerne bei Ihnen bewerben. Ja, vom PT steht ein netter Kollege, da können Sie Ihre Bewerbung abgeben. Aber mit Telefonnummer bitte, dann würden wir uns bei Ihnen melden. Achso, kann man jetzt kein Gespräch oder so machen? Doch, könnte man machen, aber da müssten Sie ungefähr in einer halben Stunde nochmal anrufen. Ja, sollen wir einfach eine Uhrzeit ausmachen? Können wir machen? Wann haben Sie am besten Zeit? Also sagen Sie mir eine Uhrzeit. Da würde ich so 21 Uhr vorschlagen. Ja, alles klar, machen wir so. Alles klar, perfekt. Wie ist Ihr Name? Davis. Davis, alles klar. Jo, ciao. Ciao, bis dann, tschüss. Abgeschlossen? Tja, das kannst nur du beantworten im Endeffekt. Ja, ich weiß. Obwohl, ich habe gesehen, dass jeder einen Schlüssel hat, ne? Wie jeder einen Schlüssel? Okay. Jeder Officer hat einen Schlüssel für jedes Fahrzeug, wenn er an dem Fahrzeug steht. Aber du hast auch hier, du kannst dir auch deinen Autoschlüssel wieder rauspacken, ne? Kodiert, würde ich sagen. Wenn du die Aufschließtaste zweimal drückst, hast du deine Fernbedienung dann direkt in der Hand. Ah, guck mal an. Mhm. Ganz praktisch. Im Winter, weil es der Arsch kalt wird, kannst du voll warm laufen lassen. Richtig, richtig. Sehr schön. Ja, mal gucken. Let's go. Let's go, let's go. Da haben wir noch Zeit, können noch einen rauchen, wenn er noch nicht da ist. Da steht zumindest schon einer. Jo. Oh Gott. Kannst du ja mal auch eine rauchen jetzt hier? Bitte? Kannst du jetzt auch eine rauchen? Ja. Lass mal da hingehen. Schönen guten Abend, Herr. Kann man Ihnen weiterhelfen? Ganz schön. Ja, Mann, ich wollte mich gerne hier bewerben. Sie wollen sich hier bewerben? Ja. Yeah. Schon mal irgendwie in die Richtung was gemacht? Sicherheitsdienst oder Army. So also vielleicht ein bisschen, Mann. Vielleicht so ab und zu mal so ein bisschen an der Tür gestanden und so. Also Türsteher? Ja. Oha. Da hoffe ich mal, dass da keine Akte groß bei Ihnen ist. Nein, nein. Dann sind Sie wahrscheinlich der Herr, der Davis? Ja, Mann. Davis oder Davis? Wie wird das geschrieben? Davis. Oder gesagt? Davis? Ja. Okay. Ja, dann kommen Sie mal einfach mal mit rein. Gehen wir mal ein bisschen mal ins Büro. Alles klar. Aber Ihnen ist schon bewusst, ne? Also Türsteher und PD-Arbeit sind schon zwei unterschiedliche Welten, ne? Warum? Naja, ich meine, wir haben es jetzt hier nicht mit irgendwelchen Halbstarken hier zu tun, die meinen, die müssen hier irgendwie aufmuppen, weil sie nicht in den Club reinkommen, sondern... Wir haben es ja schon mit großkategorigen Leuten zu tun. Also, verstehe ich das richtig?
Sie holen nur noch die dicken Fische ran, oder was? Das ist zumindest das Ziel. Also, Kleinverbrecher lassen Sie dann außen vor? Nee, die werden natürlich auch. Die holen wir natürlich auch raus, aber Ziel ist es ja auch, die Stadt sauber zu halten. Okay. Ja, dann erzählen Sie mal ein bisschen was von sich. Ich würde doch gerne da Platz nehmen auf der Couch, die ist recht gemütlich. Wo soll ich mich denn jetzt? Egal, oder? Wir können sich ruhig auf die Couch setzen. Okay. Ja, mein Name ist Davis. Wie gesagt, ich war mal eine Zeit lang Türsteher gewesen. Ich sag mal so, ich hab's nicht mit Worten. Bei mir zählen eher die Hände. Ja, was möchten Sie genau wissen? Aber Sie wissen schon, was die stärkste Waffe vom PD ist? Was denn? Ja, auf jeden Fall nicht die Fäuste. Was denn dann? Das Wort? Wieso? Ja, wollen Sie mir jetzt wirklich sagen, dass wenn irgendwo, ich sag mal, gehen wir mal das Szenario durch, zwei Verkehrsteilnehmer bauen einen Unfall, der eine fährt irgendwo hinten drauf, gibt ein kleines Gerangel und Sie wollen dann gleich so mit der Brechstange da rein, gleich Waffe ziehen oder was wollen Sie da machen? Ja, aufsteigen und dann klären halt. Klären. Wie wollen Sie das klären? Ja, gleich einfach, mit Fäusten. Mit Fäusten. Ja, so kleine Auseinandersetzung halt. Was halten Sie davon, einfach mal das Gespräch oder die Teilnehmer erstmal zu beruhigen, zu besänftigen und das erstmal vernünftig zu klären? Mit Worten? Ja. Ihr wisst ja selber, also man redet und dann sagen sie, die macht es nicht mehr und so lernt sie es direkt. Ja, das ist halt leider das Manko, was wir so als haben, als PDler. Aber jetzt gehen wir mal das Szenario mal ein bisschen weiter. Sie wollen ja jetzt, Sie sagten, ein bisschen klären mit Fäusten, dies, das. Und Sie sind jetzt alleine auf Streife. Und wie gesagt, das sind zwei Verkehrsteilnehmer. Die können ja den Leuten nur vom Kopf gucken. Wir wissen ja gar nicht, was das für welche sind. Entweder sind es irgendwelche normalen Bürger, die ihren Job nachgehen wollen, oder es sind irgendwo Kriminelle. Und auf einmal kommt den beiden in den Kopf, weil sie da meinen, sie müssen da einen auf Brechstange machen, sich dann doch zusammen zu verbünden und dann sind sie am Arsch. Was machen sie dann? Ich sag mal so. Also ich meine, ihre Gesundheit haben sie damit nicht geschützt, ne? Also ich sag Ihnen so, ich sag Ihnen das, wenn ich jetzt so in Unterzahl bin, so, wissen Sie, was ich meine? Schieße ich zwei, drei Mal in die Luft und dann anderes weg. Also ich sehe da gerade echt ein bisschen, ich sehe das gerade ein bisschen anders und sehe das ein bisschen sehr kritisch. Da komme ich gleich zum nächsten Thema. Also, aber gut, das, die Frage, die stelle ich Ihnen gleich zum Schluss dann nochmal. Okay. Was bekommt ihr eigentlich überhaupt her? Wie alt sind Sie eigentlich? Ich bin 25. Ich komme aus Jette. Da schon mal was mit Kriminalität, mit Banden und irgendwie eventuell Kartellen mal zu tun gehabt? Ja, ein bisschen Drogen genommen, Drogen verkauft. Sowas halt. Jungs sind halt. Immer noch aktiv mit dem Geschäft? Sag mal so, ich habe vor einer Woche aufgehört. Vor einer Woche. Und dann wollten Sie sich hier beim PD, also ich weiß nicht, ich finde das jetzt gerade nicht wirklich witzig, was Sie hier gerade machen. Also ich sehe das eher gerade sehr, sehr kritisch für Sie. Warum? Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte Sie einmal kurz durchsuchen, würde ich da irgendwas finden? Nein. Sicher? Ja. Können Sie sich vielleicht mal einmal hinstellen oder einmal zum Regal schauen? Ja, warum denn jetzt? Tja, man testet, wie sauber und gucken, wie sauber Sie sind. Ja, ich bin schon sauber. Ich wäre ja doof, wenn ich mit Drogen jetzt mit hier reinkommen würde, oder? Ich meine, das ist schon ganz schön doof, nach einer Woche, nachdem ich aufgehört habe, Drogen zu konsumieren, die sich beim PD zu bewerben. Warum? Ich bin eine Woche clean. Ja, deswegen lachen Sie auch so. Ja, das sind die anderen Pilger. Oder sind Sie im Allgemeinen sehr glücklicher Mensch?
Nein, ich war gerade beim Arzt, da habe ich Bauchschmerztabletten bekommen. Für? Mein Fuß. Ich bin umgeknickt. Was ist mit dir im Fuß? Ich bin umgeknickt. Kannst du keinen Fußball spielen, oder was? Nee, ich bin umgeknickt. Umgeknickt? Ja. Stufe nicht erwischt, oder wie? Nee, auf Spielzeugauto ausgerutscht. Was haben Sie Kinder? Nee, ich war bei so einer Alten gewesen. Na, Gott sei Dank. Ja, Alten gewesen, ja. 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 Und die hat Kinder? Keine Ahnung, die hat die Spielzeugautos. Okay. Wie heißt die? Gute Dame, wenn ich fragen darf. Weiß ich Man nicht. Ganz heck. 02, jetzt kommt gleich irgendein Name wie Fernanda oder so. Nee. Nee? Wie hieß sie denn? Nein, ich weiß nicht, wie die heißt. Die hat bei mir Drogen gekauft, dann habe ich sie genommen und dann waren wir bei ihr im Bett. Also sie hat Drogen bei ihm gekauft? Ja. Yeah. Aha. Und sie waren vorhin beim MD und haben sich Schmerztabletten geholt, weil sie umgeknickt sind. Ja. Haben Sie nicht gerade erwähnt, dass Sie vor einer Woche aufgehört haben? Ja. Ja, ja, zu verticken, ne? Nein, ich habe Sie gerade nicht verstanden. Ja, zu verticken. Ja, aber Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie bei einer jungen Frau waren, da irgendwie auf ein Auto getreten sind. Sprich, davor haben Sie noch erwähnt, dass Sie beim MD waren und Schmerztabletten geholt haben, weil Sie umgeknickt sind. Also das klingt für mich, dass das so eine Momentaufnahme war, dass das kurz vorher alles passiert ist. Nein, ganz nein. Am Anfang sagen Sie zu mir, Sie haben vor einer Woche aufgehört, was schon sehr kritisch ist. Ja, also ich bin vor 2 Tagen bin ich umgeknickt, aber ich war jetzt erst beim MD gewesen. Ja, okay, also vor 2 Tagen haben sie was vertickt und sagen mir aber vor einer Woche haben sie aufgehört, in diesem Geschäft zu agieren. Also 2 Tage sind für mich keine Woche. Also eine Woche sind für mich 7 Tage. Das müssen sie jetzt schon entscheiden. Ja, was denn sonst? Das ist doch das Gleiche, oder nicht? Naja, so Mathe 1 bis die Zahlen kann, würde ich jetzt mal nur mal sagen, ne? Ja. Fucking. Weißt du, wen ich hätte gerade so richtig fühlen würde? Schmerztabletten? Nee, nicht nur Schmerztabletten, aber kannst dich an den ehemaligen Captain erinnern, der uns hier versetzt hat? Aha. Also versetzt, sagt er. Aber der hieß auch so ähnlich. Ja. Stimmt, ja. Irgendwie. Jetzt zum Sack. Wie hieß denn die Schlagzeile? Wenn ich den noch den erwischen würde, ne? Das hört sich hingesetzt. Ich hab dich verwechselt. Jetzt, wo du sagst. Otto. Selber, Otto. Das Problem ist, ich wollte meine Stimme noch ändern, aber ich kann das nicht, weil ich voll heiser bin. Ja, aber egal, ob du es änderst oder nicht, das klingt so oder so komisch. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt so versucht hätte, die ganze Zeit, ey, yo, was geht, Mann? So nach dem Motto zu reden, da wärst du mich niemals drauf gekommen. Aber ich kann das nicht durchgehend so machen. Ja. Aber da hättest ich hab vor der Woche aufgehört. Ich hätte es vor 2 Tagen. Oh je. Was soll ich machen? Die Story hat so Löcher, ey. Hast du viel rumgekrönt, oder was? Nein, nein. Nein. Bei der Eule. Ich will jetzt trotzdem noch eine Frage wissen. Oh Gott. Ja. Eine Kugel. Ne? Hast du. Gibt gelben, einen grünen, einen roten und einen blauen Ballon. Welchen würdest du da schießen? Was? Es gibt den gelben, den grünen, den blauen und einen roten Ballon. Welchen würdest du abknallen? Rot. Warum? Weil es Bayern ist. Okay, aber ein Luftballon ist doch nicht gefährlich. Ja, na und? Nee, also mich hat noch nie ein Luftballon angegriffen. Also, wobei Einspruch, Jokers Luftballons sind schon gefährlich. Ja, was, wenn da Gas drin ist? Und Gas welches ist nicht Gas? Entzündlich? Oh, okay, was ein Schädig. Wow. Komm, mit den 2-3 Mal in der Luft schießen war doch gar nicht so schlecht. Jetzt kritisch, mein Freund. Ich würde da erstmal reingehen. Zack. Oh, feier, ey. Und direkt Revier markieren. Ja, ein bisschen neue Kachel. Auch markiert. Wie geht's euch?
Gut, und dir? Bis auf deinen umgeknickten Bein oder deinen Fuß? Ey, das ist wirklich passiert. Abgesehen von den Drogen, aber das ist wirklich passiert. Ja, und wirklich mit dem Auto und mit den Drogen ticken oder was? Nein, das nicht. Ja, mir geht's gut soweit. Bitte? Mir geht's gut soweit, oder euch? Ja, auch bestens. Das freut mich doch. Ja, aber was hast du jetzt vor? Ich hab keine Ahnung. Also, ich bin ehrlich. Ich bin so steif, ich kann nicht umfallen heute. Ja, was hast du denn da oben, King? Hä? Lass mich mal gucken. Was hast du denn da oben? Kriegst du die Meldung die ganze Zeit? Welche Meldung? Der erzählt, wie oft das Ding sich da umdreht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haut nicht mit der Karte hin. Mist! Scheiß Bedienungsanleitung. Oh Mann. Ich hab noch einen Feucht, der will sich auch hier bewerben. Oh Gott. Der hat dich die ganze Zeit gerade von A nach B gefahren. Keine Ahnung, wie der heißt. Okay. Hm? Okay. Und hat er was gesagt, wann er kommen möchte? Nö, er hat nur die Bewerbung gemacht. Oder hat er mich Franjo gemacht, Woll? Ich dann auf einmal schon einen Termin habe. Ich hab da einfach angerufen. Der Herr Franjo Woll? Ja, genau der. Es ist schön, ne, dass einfach mal eine Nummer zu hinterlassen dabei bei unserem. Ja, das hat er nicht geschafft. Der hat zwar einen schicken Tag. Da könnt ihr den Danny gerade anrufen. Das glaube ich aber an Danny. Ja. Ja. Ich meine, wir könnten noch einen guten Rookie gebrauchen, den wir ja hin und her schalten können. Rookie? Der mal voll reingeht. Der ist mal voll reingeht. Ja, aber nur mit dem Taser. Also ich glaube, du als Rookie würdest eine bessere Ortskenntnis haben als manch andere hier. Als der Chief? Nee, nicht als der Chief, als manch anderer Officer hier. Ja, so als der Chief. Willst du bitte den Herrn einfach mal rausbegleiten? Ach, das ist dein Job, nicht mein Job. Respekt zeigen, bis du in die Luft schießt. Mach mal hier. Bist du wahnsinnig? Nein. Warum? Warum soll ich denn in meinem eigenen Büro hier rumballern? Sag mal, dass du Feier bekommen hast. Ja, sag, hau raus, was möchtest du jetzt? Ja, keine Ahnung, hab den Job. Ich hab immer einen Job. Ja, dann also, hau rein. Toiletten könnten mal geputzt werden. Ist die Frage, ob der hier mal schickt. Ich kann ja auch auf den Tisch schauen. Ob der hier mal schickt. Oh, jetzt bin ich wirklich raus. Und tschüss. Boah, das hat mir jetzt schon einer in der Zelle gehabt. Ja, ich scheiß die aber richtig auf den Tisch, ne? Nicht in der Zelle, richtig dir schön. Ich lass die Tür auf, bist du froh? Nein! Was denkst du auf der Ventilator? Der denkst du, ob ich den Ventilator angemacht hab? Mensch, lass die Tür auf. Ich bleib zu bei dem Gestank. Ja, wenn du Lust hast, klar, gerne. Ja, ist was denn? Können wir mal gebrauchen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Officer 1 an. Bist du? Also, den Captain kannst du locker erreichen. Locker. Wie viel seid ihr denn jetzt im PD? Mit dir dann 4. Nee, 5. Falsch. Moment. Oh, wenn da noch Officer, einer kommt, dann... Bitte? Ich als Officer. Also ich sag's dir so. Wir sind ja gerade noch so ein bisschen dabei, hier komplette Ordnung reinzukriegen. Und erstmal zu schauen, wie, was, wo. Das, also wir sagen es mal so. Mit der Detective Unit und etc. wird es jetzt erstmal in dem Moment noch nicht geben. Ja, das werden klar. Wir dann alles unter eigener Hand machen. Wenn das PD halt groß genug ist. Richtig, genau. Also Chief, ich würde sagen, mit der Stimme Officer und wenn die Stimme ordentlich ist, dann kann er schon höherrangig werden. Ja. Ey, das ist scheiße, Alter. Ich hatte die Lebensmittelvergiftung gehabt. Oh, ouch. Und das genau vor 2 Tagen. Warum machst du denn sowas? Ja, weiß ich nicht. Der Thunfisch aus der Dose war schlecht. Ich hoffe, es war nicht so drin. Nee, das steckt auf die nicht. Eier. Warum? Hast du Erfahrung mitgemacht? Was? Oder warum weißt du das sofort? Das hört man an deiner Stimme. Ja, weil du Eier gesagt hast mit Surströmming. Das schlägt auf die Eier. Ja, und da frage ich, ob du damit Erfahrung gemacht hast. Ja, nee, aber ich höre es doch an deiner Stimmlage. Das war der Thunfisch. Ja. Dann würde die ausreden hier. Ja, und dann, ja. Hast du ein paar Probleme gehabt und seitdem habe ich keine Stimme mehr. Das ist nicht gut. Yes.
Ja, also Officer dann, okay, dann stell mich ein. Werde ich mir merken. Das ist ja klar. Also es liegt an jedem selbst, wie hoch er kommen möchte. Lass uns mal kurz bereden, ja? Bequatschen. Also ich sag mal so, ist auch dir selbst überlassen, wie tief oder nicht wie tief ich reingehe, ne? Das ist verschlossen für dich. Ach, nee. Meiner ist einmal schwarz. Außer du findest den Ring. Ich bin da raus, oh la la. Mal Toretto. La 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 la. Toretto. Nein. Weißt du, was ich dir immer schon mal sagen wollte? Was denn? Denk an deinen Ring. So. Ich bin eigentlich keiner, der die Rangkarte spielt, aber in dem Moment, es bietet sich an. Hör zu, guck mir einen Horrorfilm oder soll ich dich so zum Schreien bringen? Naja gut, die Stimme hat schon gereicht, da wollte ich schon verschreien. Hat der jetzt nicht gesagt. Oh Gott. Denke mal dran, ne? Toretto, wärst du eine Stadt, wärst du meins. Merkt ihr das? Wir melden dich gleich, ne? Du lauf nicht zu weit weg. Ja, ich bleib hier stehen. Danke. Wie, was sagst du? Bitte. Bin ich verstanden. Mhm. Wieso stehe ich nicht drauf, wenn man beim Sex an den Nachen zieht? Nee. So, war dir fertig, ey. Oh, der probt schon die Rede. Bitte? Der probt schon die Rede. Ja. Sag mal was. Ich hab schon geschaut. Problem ist halt, ja. Mir ist egal. Wir können auch schon direkt weiter höher machen. Ja, klar, kannst du nicht weiter höher. Der war mal unser Captain. Ja, mich würde sehr nur interessieren, statt du fragst mal nach, warum der einen Job sucht. Der hat uns hierher versetzt und dann ist er jetzt ja. Sein Job los, aber. Kommando war ja deine bessere Hälfte. Hm? Kommando ist ja deine bessere Hälfte. Ja, deswegen sage ich ja, also Captain kann er eigentlich locker hier noch erreichen. Das ist ja keine Verschlechterung. Ja. Nein, warte mal. Ach, mein Scheißstühle hier. Deswegen habe ich ja gesagt, Captain ist ja kein Ding. Und das ist ja keine Verschlechterung. Ja, hol mal her. Davis, kommst du mal mit? Alles klar. Oh, die Stimme, das ist doch scheiße. Was hast du gesagt? Meine Stimme ist so scheiße. Meine. Nicht deine, meine. Das was? Stimmt. Komm doch mal einen Meter ran. Ich weiß nicht. Noch nicht. Warum? Willst du mich im Arm nehmen? Später. Okay. Arschbruch in die Spur inklusive. Oder ohne Kind. Wir machen eigentlich immer alles zusammen. Boah, weißt du, wie ich uns sehe, Alter? So die Avengers. So die drei Behinderten ohne Fähigkeiten, so, weißt du? So, bist du schon mal eingestellt? Solltest du, ne? Ja. So. Luki wollte mal lassen, ne? Kann ich Kündigung unterschreiben? Oh, ich glaube, jetzt möchte ich keine Kündigung. Was ist denn da eigentlich los? Ja, Schreibfehler. Schreibfehler? Ja, da sollte eigentlich Lauch stehen. Ist es cool geworden mit deiner Kette da? Mit dem? Bitte? Ist es cool geworden mit deiner Kette? Nee, das Problem ist, dass unser Schneider für unsere Dienstklamotten irgendwie die Klamotten verloren hat und wir aus den Resten, die es noch hier irgendwo verstreut sind und in irgendwelchen Regalen noch liegen, da zusammenschustern müssen, dass wir einigermaßen noch gut auftreten können der Bevölkerung gegenüber. Also bekommst du immer den letzten Müll. Ja, das wird dir nicht anders gehen. Ja, würde ich sagen, willkommen an Bord. Danke. Cool. Ja, wie gesagt, wir haben noch unseren Luca Polar. Ja, ne? Luca oder Lukas, weiß jetzt nicht genau. Luca. Schäm dich. Ja. Schäm dich.
werden wir auch noch viel Spaß mit haben, vor allem was Aktenschreiben angeht und Ortskenntnisse angeht. Das kann sehr lustig werden. Weil? Da müssen wir ihn noch ein bisschen dahin trillen, dass das funktioniert. Ja, wie gesagt, ne? Direkt auf Fresse hauen oder zu einem schießen, dann hast du Respekt. Ja, du lachst, dann hört er zu. Ja. Ja, gucken, ob sich jetzt hier der eine, der da jetzt gerade Bewerbung abgegeben hat, ohne Nummer mal wieder. Franjo Woll? Franjo Woll, ja, genau. Den Namen habe ich schon vergessen, nicht ehrlich, ne? Der hat es dir gerade vorhin gesagt, ich habe den vergessen. Ja. Weißt du, was deine erste Amtshandlung ist? Du ist darfst das Bewerbungsgespräch führen. Oh, mit meiner Stimme. frag ihn doch einfach, ob so ein Gummiring mit solchen Dingern da geeignet sind für die Birnen. Nein, 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 nein. Warum, Alter? Du wolltest. Warum ich wollte? Also jetzt mit Bewerbung wollte ich gar nicht machen. Aber ich will unparteiisch sein, ich kenne die Person ja schon, dann müsst ihr das ja machen. Weil dann handle ich ja nicht so, wie es vernünftig gehandelt wird. Gleiches Recht für alle, oder nicht? Da ist was dran. Du hast ja schon die ersten Eindrücke von ihm. Du weißt, ob was aus ihm werden kann oder ob du ihn zurechtformen kannst. Ja, der hat mich von A nach B gefahren, ne? Ja, das ist doch eigentlich genau das Richtige für dich dann. Oder wolltest du als Captain selber fahren? Na gut, also wir hatten auch mal Arbeitskollegen gehabt, ne? Da Unterschied. Die können nicht fahren? Die können immer noch nicht fahren. Ja, dann machst du auch keinen Unterschied, vor der Wand klatscht, oder nicht? Der Wagen ist sowieso im Arsch. Ja. Sonst noch irgendwie was Wichtiges? Ja, gut, bisher hält sich noch alles sehr in Grenzen, alles recht ruhig, die Leute. Ich glaube, früher oder später werden wir die ersten anfangen. Wir sind jetzt gerade eher so ein bisschen schon mal am Schauen, wo kann man sich mal positionieren und vielleicht mal ein paar Leute hops nehmen. Gegenüber vom MD. Ja, ist so. Echt? Ja, wie die da langballern, kein Wunder. Ach so. Nee, wir meinen eher die härteren Sachen. Aber das kriegen wir auch noch. Wir werden demnächst auch noch einen Laser eingebaut kriegen ins Auto. Ach so. Für Geschwindigkeit, ne? Genau, genau. Das ist dann auch schon mal sehr gut. Und ja, es werden noch ein paar Stellschrauben gedreht und Klamotten technisch, wie gesagt, da ist der Schneider dran. Hat der Danny mir auch schon gesagt, weil der so ein cooles Namensschild hat. Okay. Na. Ich hatte ihn vorhin auch einmal gesehen, aber habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ja, der hat gesagt, das PD ist nicht so schnell dahinterher. Okay. Habt ihr nicht von mir? Ah? Ja, ja, unser Danny. Aber auch krass, was aus dem geworden ist, ne? Von so einer kleinen Gebrauchbuden, ich sag mal, Parkplatz eher schon, zu so einem großen, einigermaßen Verkauf und Tuning. Der Typ war Arzt, ne? Vergiss das nicht. Ja, ich weiß. Ja, wir haben schon gesagt, solange wir nicht irgendwie dann angerufen wird, wenn irgendeiner mit einem offenen Bruch rumliegt, alles gut. Mit seinen ölverschmierten Händen. Ich meine, er wird es hinkriegen, ne? Aber naja. Ja, gut. Okay. Was denn? Ach, guckst du da die ganze Zeit auf dein Handy? Ich mache Ermittlungsarbeit, während du hier quatschst. Hat der wieder eine alte oder was? Bitte? Oder immer noch die gleiche? Immer noch die gleiche? Immer noch die gleiche. Retto. Ja. Wird die immer noch so für sie Wolke 7 da? Immer. Vernachlässigt er immer noch seine Arbeit? Nee, im Gegenteil. Oh. Er vernachlässigt mich mehr. Deswegen hat er auch keinen Bart mehr. Ja. Ich glaube, die will er wieder wachsen lassen. Okay. Ja. Ist jetzt sicher Arschgeigen, ehrlich.
ist der denn jetzt so? Nur weil ich einen Goldtrecker, Gold jetzt habe. Wird gegen mich geschossen. Er hat wirklich nichts mit der zwei Goldketten, ne? Mit Zahlen hat er es nicht so. Wie gesagt, ich habe gedealt. Vor einer Woche. Vor zwei Tagen. Also eine Woche geht bei ihm zwei Tage. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ein Vorhörgespräch wäre super geil geworden. Also wenn du Geld scheffeln willst, ist diese Konstellation echt praktisch, ne? Warum? Naja, dann ist das Geld ja schneller zusammen. Ne, das ist richtig. Ja, würde ich sagen, fahren wir einmal ins Geschäft. Dass wir da einmal auch die Sachen da rauskramen können. Dass er die richtige Kleidung greift. Ja, ja. Mein Anzug wieder, wie früher? Nee, nur was King hier anhat. Okay. Was bist Wer du von Sportzeigebild? Warum hast du deinen Anzug an? Den habe ich jetzt erst an, weil nämlich vorhin mein Shirt... Weil jetzt Bewerbungsgespräche, ist halt die Klappe so. Richtig, auch. Und außerdem wurde mein Shirt heiß traurig. Gewaschen und ich ist musste... Das traurig. Was ist traurig? Ach, komm, lass das verfahren, bitte laufen. Ich glaube, der kann laufen, ne? Ja, lauf er nicht. Ey, das war der Captain, ey.